Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück auf die Defend 8.3 zu einer weiteren Switch-Review. Heute schauen wir uns an All-Star Fruit Racing und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Eine direkte Story gibt es nicht, es ist ein Racing-Game, es geht um Früchte, das heißt, jeder Fahrer, jede Fahrerin hat eine bestimmte Assoziation zu einer Frucht und entsprechend auch eine Spezialfähigkeit, die man einsetzen kann. Das Ganze erinnert stark an Mario Kart. Dazu werden wir aber nochmal ein separates Video machen. Und ja, insgesamt kann man entweder Einzelrennen fahren, man kann Grand Prix fahren, es gibt einen Multiplayer. Es ist alles in allem ein sehr rundes Game. Ja, wollen wir mal ein bisschen auf die Mechanics eingehen. Ganz klassisch, vorwärts fahren, rückwärts fahren, lenken. Naja, das kennen wir alle mit den Triggern und den Sticks. Gar kein Problem. Driften funktioniert auch wunderbar. Und das heißt, ihr habt hier ein bestimmtes Drift-System. Ne? Ihr könnt dann immer unten sehen, da ist praktisch so eine Staubwolke und die füllt sich langsam. Wenn ihr innerhalb dieser Staubwolke loslasst, bekommt ihr einen kleinen Geschwindigkeitsboost. Seid ihr mehr rechts, natürlich mehr. Seid ihr weiter links, natürlich ein bisschen weniger Boost. Lasst ihr den komplett einmal durchlaufen, den Drift Status, sag ich jetzt einfach mal so, dann überhitzt euer Motor und ihr habt einen kleinen Ausfall, dreht euch, müsst neu anfahren und so weiter und so fort. Also zu viel Driften ist natürlich auch nicht gut. Es gibt natürlich auch wieder Pickups, ne? Ähnlich wie bei Mario Kart. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Darüber machen wir ein separates Video. Und zwar kann man verschiedene Früchte aufnehmen. Und ihr seht schon auf der rechten Seite haben wir so eine Art Steuerkreuz. Und da gibt es vier verschiedene Tanks. Ich habe jetzt hier eine Strecke gewählt, wo man random Sachen einsammelt. Die sind dann halt auch schon direkt fertig. Das heißt, es ist wie bei Mario Kart. Ihr fahrt drüber, bekommt ein Item. Das könnt ihr einsetzen durch Drücken auf den rechten Stick. Alles wunderbar. Ihr könnt aber auch in anderen Modi, könnt ihr die jeweils vier verschiedenen, die vier verschiedenen Früchtetanks füllen letztendlich und durch Kombination über das ABXY-Kreuz könnt ihr dann halt verschiedene Sachen zusammen kombinieren und so verschiedene Spezialfertigkeiten freischalten. Habt ihr alles komplett voll, bekommt ihr halt die Spezialfähigkeit des jeweiligen Charakters und die ist halt immer unique. Das kann zum Beispiel bei den Bananen eine Rakete sein, die geschossen wird. Hier bei der Erdbeere habe ich ganz am Schluss nochmal so einen richtig guten Boost bekommen. Macht an sich Spaß. Das Handling der Fahrzeuge fühlt sich allerdings manchmal ein bisschen, ja, nicht träge an, aber ungewohnt, sage ich jetzt mal so. Ich habe ja jetzt schon einige Zeit lang Mario Kart gespielt gehabt und hier würde ich schon eher sagen, vom Handling her gefällt es mir besser. Ich möchte aber nicht sagen, es ist ein schlechtes Game. Versteht mich nicht falsch. Also von daher, es macht Spaß, aber ich finde es für 40 Euro ein bisschen happig. Zumal halt das Konkurrenzprodukt kostet halt 20 Euro mehr, dafür haben es aber auch mehr Leute und so weiter und so fort. Also, es gibt immer Pro- und Kontra-Seiten. Macht euch am besten eine eigene Meinung. Wenn ihr das gerne mal im Stream sehen wollt, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Abonniert den Kanal, teilt das Video, liked das Video. Ihr wisst, was zu tun ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Woche bei der nächsten Switch-Review, beim nächsten 5-Minuten-Mittwoch und ab Mittwoch natürlich dann auch beim Tomb Raider-Let's Play. Wenn ihr da schon Bock drauf habt, dann schreibt mir das auch mal ruhig in die Kommentare. Ich würde sagen, macht's gut, bis dahin. Haut rein!